Ich warte nochmal einen Moment. Nein, schnell rüber. Schnell rüber. Nein. Da bin ich gestorben. Ich hatte... ich bin wieder... Oh, okay. Ich hätte besser den Cube runterfallen lassen sollen. Das war jetzt natürlich ein bisschen... Oh Gott. Nein, 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 nein. Das finde ich gut. Hallo? Das war so geplant. So. So. Oh. Hallo. Ich setze das mal hier hin. Ach, hier ist auch eins. Oh, hab's echt umständlich gekillt, ehrlich gesagt. Da. Ich setze das nochmal anders. Moment, einmal hier hin. Das sind jetzt leider keine Kreuze. Aber wäre ja zu einfach. Ja, das sitzt noch. Aber egal, ich lande ja hinter denen. Weil ich könnte ja quasi die Cubes hier runterwerfen. Dann könnte ich die damit killen. Besonders töten, weil es ja auch Menschen sind. Ich find's gut. Wenn die ein bisschen weggeschmissen werden, dann rasten die einfach aus. Haben sie einfach einen Systemfehler. Radio! Eine Zange? Dann, dann, da. 85.2 FM. Merkt euch den Kanal, Leute. Das sind dezent viele. Und schon wieder ein Handabdruck. Also war hier schon mal einer. Und wieder ein leerer Raum mit einer geschlossenen Tür. Bin ich mal gespannt. Bin ich... Oh, oh, oh. Bin ich mal gespannt, wollte ich eben sagen. Okay. Aua. Aber der Schlafmodus wahrscheinlich der andere. Ich muss jetzt das Ding da aktivieren. Ich sehe mich ja gerade mal um. Ach genau, hier sind wir gestartet, ne? Genau. Ach genau, dann schmeißen wir am besten da oben. Ja genau, da oben. Auf das Kreuz. Ein Portal hin. Moment. Nein. Au. Moment. Ja. So. Und da schmeißen wir jetzt mal einen runter. So sollte man es eigentlich auch machen. Ja. Sauber. Hallo, wer da? Oh. Finde ich gut. Oh. Dann setze ich das hier. Freund. Freund. Bin gerade irgendwie konzentriert. So. Au, 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 au. Also irgendwie finde ich die niedlich. Oh. Au. I. Au. Aua. Ha. Mann, mach doch sowas nicht. Die Frage ist... Ist da ein Kreuz? Nee. Dann setzen wir es einfach mal hinter dem. Ja, passt doch. Ich will runter. Wieso? Wieso? Okay, cool. Dann, oh, oh. Ha, ha, nein. Das war sehr ungünstig. So. Ein Chess. Suche. Hallo.
Na, wie geht's? Sehr gut, Android. Bop. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Bitte was? Androidenhölle? Ich bin doch ein Mensch. Oder bin ich ein Androide? Oder bin ich in der Matrix? Na, kommt mir zumindest so vor. Hat bestimmt viel mit der Matrix zu tun hier. Und jetzt kommen wir ab in den nächsten Raum. Oh mein Gott. Ladet Daten. So Leute, Entschuldigung. Boah, jetzt, also das muss ich echt langsam ein bisschen nachdenken. Aber jetzt kommen wir hoffentlich mal am besten smoother vorbei. Die Kamera geht leider nicht weg. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. What? Au. Runterfallen, liebhaben. Ich möchte zwar mit dem Ding keine Liebe machen, aber okay. Guck mal, der hat ein Herzchen. Der ist voll niedlich. Und jetzt ist die Frage... Es geht mir in meinem Magen. Okay. Bop. Bop. Es geht darüber. Mann. Wo kann ich ihn schießen hier? Kann ich irgendwo schießen? Nö. Hier ist übrigens wieder eine Kammer. Ich will da jetzt... Ach so. Bep. Bep, bep. So, hinstellen. Na. So. Und einmal hoch. Und schon werden wir weiter. So, hier muss ich aufpassen, weil ich das Ding ins Gesicht bekommen kann. Und das ist generell sehr ungesund. Hallo. Ich kann das Portal... Okay, aufpassen. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit lieblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Kann. Aberglaube, Halluzination und Gespräche mit Gegenständen. Na, Süße, bist du öfters hier? Ich meine, wir sind jetzt hier alleine und niemand sieht uns zu, außer diese Kamera da. Okay. So, jetzt reicht's mir. Tschüss, geh jetzt. Ich bin zu doof hier, ey. Alle blöd. Wobei mir gerade einfällt, dass ich sowieso eine Frau bin, aber... Sonst werde ich wahrscheinlich von hinten getötet. Moment. Okay. Bop. Boah. Alter Schwede. So, dann gehen wir hier mal zurück. Okay. Kommt da der nächste? Nee. Okay. So, und wir müssen natürlich die Kugeln von da hinten bis hierher leiten. Das wird auf jeden Fall eine ganze Timing-Sache. Wichtiger Testapparat. So, weg. Weg mit dir. Oh. La 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 la. Da 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 da. Okay, zwei Türen. So viel wissen wir schon mal. Ach so, ja. Okay, hier müssen wir durch, dass ich es jetzt schon mal im Gedächtnis habe. Das heißt, wir müssen beide öffnen, um die Kugel da reinzukriegen. Soweit schon mal. Gut, dann brauchen wir einen Cube. Boah, an das Level erinnere ich mich sogar. Das ist echt eine Timing-Sache. Ach, okay. Ach, hier kann ich ja nichts setzen, okay. Puh. Ah, das habe ich noch weitergeleitet, okay. Moment, ich warte mal, bis das wieder zurückkommt, dann kann ich das da vielleicht sogar... Moment. Oh.
Na, fast. Na. Moment. Moment. Jawohl. Sauber. Sehr gut. Okay, das eine hätten wir schon mal aktiviert. Kann ich? 2, 3. Okay. Oh Gott, das muss ich echt... So, sorry, langsam wird das Gehirn so ein bisschen käsig, wenn man das zu lange spielt. Ich spiele jetzt seit etwas über einer Stunde. Was sogar noch geht, an das Level erinnere ich mich sogar noch. So, das ist aktiviert. Das heißt, hier können wir hoch. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah. Moment. Da, oh, da will ich nach hinten natürlich. Komme ich da irgendwie hin? Boah, da würde ich jetzt gerne hin, aber ich glaube, ich kann mich da gar nicht... Doch. Okay, was haben wir hier? Dosenessen ist schon mal lecker. Eine abgelaufene Milchtüte. Ein Händeabdruck, da sehen wir wieder nichts. Through path and man are gone. Path? Kann das gar nicht richtig lesen. I thought the cube would last forever. I was wrong. Er dachte, der Würfel würde für immer bleiben oder er würde ihn für immer behalten. Aber er war falsch, er hat anscheinend auch die Kameras hier demontiert. Interessant zu wissen. Der Typ, der hier war, ich weiß jetzt nicht, ob es der gleiche ist. She's watching you. Ich höre was. Alter, hast du so einen Modelkalender und klebst da einfach das Bild von dem Cube drauf. Der war, glaube ich, nicht verrückt. Nee, nee, das ist schon richtig. September 1983. The Girls of Aperture Science. Und hat er eine Kamera dabei, oder? Hm. Natürlich die Frage, ob die Teil uns auch Tipps geben. Hot... Nee, not, never, bet, now, how. Ach, hä? Not, never, bet, how. Glaube ich. Stop watching. Why? Achso, steht nur why. Mit abgelaufenem Milch und hier ein Totenkopf drauf. Und hier ein Bild von seiner Familie oder sowas. Nothing cruelty. Not in wrath. The Reaper catch today. An angel visited this gray path and took the cube away. Okay, ein Reim auf jeden Fall. Oh, sorry Leute, dass ich hier so lange bleibe. Ich merke schon, aber boah, das ist so cool. Diese versteckten Räume sind ja mega geil. Ich weiß nicht, ob ich den hier das letzte Mal entdeckt hatte. An den anderen erinnere ich mich noch, aber den hier weiß ich nicht mehr. Sehr interessant. Noch eine Kamera hier irgendwo? Ne, ich glaube, die haben wir entfernt, ja. Okay. Dann ist jetzt die Frage, was müssen wir denn noch machen? Krieg ich das Ding denn los? Also da muss auf jeden Fall eins rein. Hm. Wir können ja mal den... Wo ist eigentlich der Cube hin? Hab ich den hingelegt? Ja, wir passen auf den auf, dem passiert nichts. Raffi verliert den nach 20 Sekunden, weil er irgendwas anderes entdeckt hat. Oh, guck mal, ein Stein. Guck mal, eine Bodenplatte. Im Ernst, wo hab ich den hingelegt? Hallo? Cube? Mit dem schönen Herzchen? Ich hab echt keine Ahnung, wo das Ding ist. Mann! Weg! Nö. Sei, dass das Ding doch da oben liegt. Tatsache. So, du leuchtest so schön, also nehmen wir dich mit. Das Enrichment-Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren.
Ich mag den. Lass mich. Das hat der eben so komisch rumgewackelt. Moment. Macht der irgendwelche Geräusche? Ich höre die ganze Zeit irgendwas von da drinnen. Ich höre was. Moment. Ah, ich höre da was. Aber woher? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ist echt creepy hier. Okay, also den Typ können wir ja einmal benutzen, um jetzt hier mal eigentlich weiterzumachen und nicht eine halbe Stunde hier wieder rumzuhängen. Einmal, um hier aufzumachen. Und einmal, um hier aufzumachen. Na, um schon mal so weit gedacht zu haben, da ist schon wieder ein Räumchen. Da ist auch einer. Ne, jetzt sind wir durchgelaufen, oder? Glaub ja. Das heißt, wir müssen die Kugel irgendwie hier durchlotsen. Um schon mal so weit gedacht zu haben. Ist natürlich die Frage. Okay, das Ding ist abgeschaltet. Oh Gott, meine Augen. Seht am besten nicht rein. Ich glaube, wir müssen die Kugel von irgendwo da hinten wieder her lotsen. Blau. Kommt die hier hinten an? Moment, wir warten mal auf die hier. Bop, bop, bop. Aua. Jetzt gucke ich bestimmt einmal kurz weg. Und werde erschlagen. Oh, Moment. Kugel. Also die will gerade nicht. Hm. Dann machen wir es halt mit der hier. So, wir lotsen erstmal nach drüben, dass wir das soweit haben. Weil die jetzt schießt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann es euch gar nicht sagen, Leute. Aber wir haben jetzt schon mal das Portal gesetzt. Das heißt, die Kuh... Ach, ich werde jetzt die Kamera abschalten. Ja, genau. Guck. So. Keine Ahnung, ob es richtig war. Ich hab's geschafft. Raffi schafft's immer irgendwie. Jetzt sind alle oben. Moment. Ah! Ja! Da, bau. Tolles Ding. Tolles Ding. Okay, wir haben jetzt alle Plattform hochgefahren. Das wäre eine Kammer. Jetzt frage ich mich natürlich, wo wir lang müssen. Ach, da hinten einfach. Moment, war es das schon? Einmal hier durch. Speichern. Ach, das war's schon. Puh. Ich meine, ich habe mir jetzt ziemlich Zeit gelassen, aber dafür ging das echt. Geh weg. Hörst du? Geh weg. Also ich habe den einfach wieder liegen lassen. Ich bin der beste Freund ever. Ich habe den Kübel einfach wieder liegen lassen. Ich habe den gerade sowas von... Ich habe da gar nicht dran gedacht gerade. So, drei... Ach, die sind wahrscheinlich markiert, mit was ich hier was aufmache. Ach, leck mich. Bop. Also ist es richtig so, dass ich mich hier so draufgestellt habe? Ich weiß es nicht, aber kann auch sein, ich weiß auch nicht, wie ich es letztes Mal gelöst habe. Man müsste natürlich annehmen, dass ich diesmal schneller bin als beim letzten Mal. Wobei ich mir jetzt auch ehrlich gesagt wieder Zeit lasse mit den ganzen Räumen und so. Speichern.